wie ihr diesen Cut wahrscheinlich nicht bemerkt habt. Nein. Mal wieder. Ihr vergesst, was ihr gerade gesehen habt. LexCorp hat spezielle Eindämmungsfelder in diese Metas implantiert. Wenn du sie aktivierst, machen sie dir keinen Angst. Okay, wohin müssen wir die verzweifelten Patienten bringen? Achso, bist du jetzt da, oder? Ja, ich bin da. Ich war gerade in dem... Achso. Wartet. Achso, du bist aber auch schon hier, oder? Ja, ich habe die beiden Quests angenommen, die dort sind. Warte, bevor du irgendwas davon machst. Echt? Warte, ich muss die noch annehmen. Ach, du bist von einer Seite reingekommen. Ja. Vielleicht. Ja, ich sehe es. Einige der Metas tragen immer noch ihre genetischen Code. Ja, nehme ich an, muss nicht viel reden. Dr. Allen. Diese entflohenen Metas haben streng geheime Dokumente über unsere Behandlungen gestohlen. Oha. Wie kannst du einfach so weiterleben nach allem, was du mir angetan hast? So, was ist damit? Aufsammeln, ja, das kann man. Illegale Daten. Achso, illegale Daten, ich hab Drogen gelesen, schade. Was? Bitte was? Was ist los? Was? Bitte was? So, ach, dahin hinten, nach hinten, okay. Gut. Oh Gott, so viele von diesen Typen. So, eine kleine Kiste, die ich aufhebe. Biep, biep, biep. Bubiep. Mhm. Verwirrter Patient, du hast ein Zuhause gefunden. Ich glaube, bei LexCorp ist es halt nicht das schönste Zuhause. Ja, aber sie sind verwirrt. Das macht es besser. Bestimmt. So, ganz viele von diesen Taschendammeln. Ja, hey, nur ein paar. Und überwältige geflohene Patienten. Zack, sind da noch mehr Täschchen. Ah, ne, haben alle. Okay, das. Ja, das überwältige, oder? Ich glaub schon. Ja, gut. Hä? Und jetzt beschaffe ich den Code um. Achso, das ist die andere Nebenquest, ne? Ja. Ah, finde ich gut, dass es automatisch wechselt. Doktor, Sie waren es, der mich für seine Experimente missbraucht hat. Die haben ja ein Messer, die Patienten. Ja, manche können sogar mal schießen. Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Also dieser Teil von Metropolis ist ganz, ganz komisch. Ey, sind wir in Experimente mit denen gemacht. Und LexCorp sammelt die jetzt wieder ein, weil ist natürlich nicht so gut kassentechnisch. Ne? Denk an mich, die Bösen. PR-technisch haben andere Leute ganz andere Sachen gemacht. Ja, Superman ist immer der Böse. Ja. Denk dran. Okay, Luthor ist einfach ganz leise, aber hey. Wow. Lex, leise! Protokoll des Forschungsleiters. Eine unserer wertvollsten Proben. Sie ist unglaublich. Also müssen wir jetzt zum Störsender, oder? Nebenquest haben wir alle fertig. Ja. Sehe ich genauso. Und zwei Leute können ja nicht irren. Vor allem, wenn sie Wonder Girl und Giganta. Ja, natürlich. Erlebt haben. Helikopterlandeplatz! Das? Ja. Achso, wo wir hin müssen. Nee, ich war auf dem Helikopterlandeplatz. Hier in dem Laden gibt's Sada-Cola. Ich habe so eine Cola, glaube ich, in meinem Leben nur einmal benutzt. Ich habe voll viele benutzt. Aber es hat im Endeffekt nichts genutzt. Es ist immer dann, wenn es zu viel Schaden gab.
Ja, und dann ist man eh gestorben, ne? Dieses Herz ist ein beeindruckender Beweis unserer tiefgreifenden Arbeit. Wo bist du jetzt? Da ist noch eine Quest. Okay. Ich dachte, du gehst jetzt an dir vorbei, deswegen habe ich die jetzt auch nicht mehr angeguckt. Nee, ich bin von einer Seite gekommen. Experimentelle Verstärkungsgeräte. Diese Dinger sind total außer Kontrolle geraten. Und die Alter, was ist mit ihnen los, den Patienten? Wir können sie nicht transportieren, bevor ihnen nicht diese Geräte abgenommen sind. Einfach mal kurz in der Luft chillen. Halte dich nicht mit Nettigkeiten auf. Der Typ sieht einfach aus wie ein Bürger. Mit leuchtenden Augen. Hier tatsächlich. Einfach so ein. So, ich bin gerade nicht im Dienst. Da laufen zwar gerade Patienten, die alle verprügeln vor mir rum und verprügeln alle, aber ich habe heute frei. Störsender? So. Wie viel. Ja, die troppen, nicht jeder troppt das Ding, ne? Ja. Wenn diese Dinge erledigt sind, gibt es davon noch mehr auf andere. Wir müssen jetzt einfach nur ganz normale Patienten platt machen, richtig? Ich meine schon. Wie viele hast du schon? 3. Okay. Oder? Ja, ich auch. Nicht das. Wenn jemand dann, wenn es bei jemand bei 4 geht, dann sollte es, glaube ich, so gesagt werden. Ach nee, warte. Hä? Ach, warte. Was denn? Was denn? Ich bin gerade in der Hauptquest. Du bist gerade in der Nebenquest, ne? Ja. Warte, ich komm runter. Aber wir haben gleich den Störsender, also. Junge, es ging darum. ich hab doch das gerade das eine gesagt. Ich hatte die aber noch aktiviert. Okay. Zeig der Presse und meinen Patienten, was. Hey, ich hab die. Sag nicht, der hat noch eine neue Quest. Der hat jetzt noch eine neue Quest. Die habe ich nämlich nicht angenommen. Was nicht angenommen? Einige dieser Metas tragen die experimentelle Verstärkungsgeräte. Von wem? Diese Dinger sind total außer Kontrolle geraten. Und die Metas sind durch das Feedback verrückt geworden. Hä, du musst doch jetzt die Übertragungswagen kaputt machen. Ich meine, die ist die Nebenquest, die du gemacht hattest. Also die bei dem kleinen Typen, wo wir doch beide hingegangen sind. Ja, genau, aber ich hatte davor eine gemacht und. Welche hast du denn davor gemacht? Ich hab jetzt sammel die Geräte. Es gibt doch Geräte von den wütenden Patienten. Ja. Die habe ich jetzt gerade angenommen. Achso, die ich dachte, du bist doch extra neben dem Typen hingegangen. Ich habe eine andere angenommen davor irgendwie. Hä? Der hat aber nur die eine angeboten. Hä, aber ich habe A gedrückt und das ist Feld weggegangen wie immer. Ich bin gerade so mega verwirrt. Vielleicht. Deswegen habe ich ja gefragt, wie viele du von denen hast, und dann sagtest du sogar 3, und das war genau die Zahl. Ja, ich hatte sogar eigentlich 3. Ja, das habe ich einfach nur die 3 eingesammelt. Ich habe gerade 2. Bei was? Bei den wütenden Patienten. Ja, 5. Ja. Ich dachte so, du nimmst diese eine Quest mit dem Patienten an. Die Patienten sind direkt daneben. Aber ich dachte gerade, das ist kaputt. Das war bei mir doch ausgerüstet. Kein Problem. Wir sind darauf vorbereitet. Ja, es ist ja nicht so, dass wir sonst jemals verpeilt waren. Wir haben dafür trainiert. Um in der Maximum ESL, verpeilt halt, ne? Wir spielen in der ESL DC Universe. Im PvP. Wenn wir das hinkriegen würden, wäre die sehr lächerlich. Ja. Mehr gibt es nicht zu sagen. So, jetzt brauche ich nur noch ein paar Geräte und habe dieses andere Teil, was da stand, ist schon fertig. Hast du es jetzt wieder? Okay. Ich brauche noch 5 wütende Patienten tot. Ja, ich auch. Von euch ist der kleine diese 5 wütende Patienten tot, du musst auch diese Geräte von den Patienten einsammeln. Ja, meine ich. Hä? Womit? Warum? Ich war fast Übertragungswagen tot. Hast du schon komplett? Nein, jetzt ist es erst wieder aufgeploppt.
Ja, wenn du zu weit weg bist, dann verschwinden die einfach, wenn du die nicht ausgewählt hast. Es gibt eine Quest, die wählst du aus, die ist immer dort, wenn du vor Ort bist. Wenn du zu weit weg gehst, verschwinden die. Ich hasse die. Damit du mehrere Quests dann auf einmal sehen kannst. Du bist gerade am Sterben. Das war, ja. Ich bin aber, ich habe mich schon geheilt. Ich überlebe. Glaub mir, okay. Die Menschheit wird siegen. Wir werden die Titanen vertreiben. Wir werden eine Mauer bauen. Keine Füchse in unser Land? So sieht's aus. So lückenlose Vertuschung habe ich jetzt fertig. Lex, aber nicht gut genug. Supergirl ist in deinem sogenannten Krankenhausflügel, um ihn ein für alle Mal stillzulegen. Und um dich und deine Kohorten der Justiz zu übergeben. Ich brauche nur noch zwei Wütende. Okay, das habe ich auch fertig. Ja, ja, ich habe es auch gleich. Ja, weil du wahrscheinlich zu weit weg warst, weil du dann diesen einen Generator-Dings gemacht hast. Ja. Das sind keine Patienten, die ich will, oder doch? Nee. Ich habe auch meine Tasche fast hier voll. Ich habe gerade keine Wütende. Ah, doch, da ist einer. Okay, jetzt habe ich es auch. Wo ist der hin? Ah! Holt ihn aus meinem Schädel! Bin ich hergekommen? Ich will nach Hause. Oh shit. Wo bin ich? Welche Quest hast du jetzt ausgewählt? Unter einer roten, oder? Moment, ich muss kurz fliehen. Ich werde gerade permanent angegriffen. So. Erstmal würfel ich auf den Tisch. Den Kaffeetisch. Der okkulte Kaffeetisch, ich finde mega. Hab ich aber bekommen. An dieser Stelle endet das Bienen-Let's Play. Schon wieder. Okay, hier jetzt auf dem Video eine Abstimmung. Soll der Kanal jetzt Lost Bee heißen oder Bee Voice? Lost Bee? Das klingt sehr, als würdest du. Ja, ne? Boah, ich hab eine neue Waffe bekommen. Die auch optisch anders aussieht. Okay. Da gab es so ein Paket, das konnte man öffnen. Vielleicht hast du es auch, das glaube ich, durch die Questbelohnung. Ja, ich sehe es gerade, rote Sonnenpistolen. Nice. Ich habe ein Plasmagewehr. Wo sind die? Sie sind weg. Nee, die sind an dem Inventarstelle, wo du wahrscheinlich deine Kiste aufgemacht hast. Oh nein, ich hab die weggeschmissen. Hä? Ah, gar nicht. Hä? Okay. Manchmal weiß ich nicht, was mit dir los ist. Manchmal. Oh, ich muss dir was zeigen. Wo bist du? Mein Ticket. Wieso bist du da so? Wo bist du denn? Hey, ich dachte, ich hab dich gerade gefragt, ob du auch die Mission hast. Ja, aber ich bin noch nicht da hingegangen. Ja, ich bin hier auch noch nicht reingegangen. Das ist ein Dungeon. Ich bin ja nicht mehr vor Ort. Ja, ist ja gut. Ja, die Frage, ja, ob man. So. Hey, ne? Warte mal. Wieso ist meine Waffe gerade nicht da? Ja. So, das ist die neue Plasma-Werfpanne. Oh. Warte, ich muss kurz würfeln. Strawberry Telefon in Rauch Schwarz. Okay. Oh, oh, oh! Guck mal, das ist meine Plasma. Ja, guck mal hier, ich habe einmal diese Waffe. Ja. Ne? Ja. Richtig schön Plasma. Ja. Ich habe auch einmal komplett verpasst, die hatte ich schon anscheinend länger. Ich habe auch eine andere Waffe. Ich habe auch eine noch gefunden, also keine Sorge, wir sind beide blöd. Ja. Ein Scharfschützengewehr. Und das sieht halt in der Farbe wie ein Spielzeugpistole aus. Guck dir das an. Ist das nicht eklig? Guck, das sind meine. Ja, aber die sehen wenigstens okay aus. Also, guck mal, dieses grüne Rosa. Das ist doch mal. Das ist.
Ja. In Digimon gab es ja auch immer so eine Spielzeugwelt. Ja, stimmt. Ja. Daran erinnert es mich an diese Dinosaurier, Lego, Digimon, die sich ja auch ein Gewehr hatten. Und wir gehen rein, oder? Ja, ja, ich bin auf deinem Weg. Gut, 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 gut. Wahrscheinlich wird mein Inventar wieder im Voll sein. Da ist, ja, hier, Lex Luthor war hier? Nein. Professor X meine ich. Oh, die haben beide eine Glatze. Wow. Ey. Du Glatzenrassist. Was soll ich sagen? Jeder mit einer Glatze ist gleich. Alles individuelle Persönlichkeiten. Lex will wissen, was bei dieser Operation schiefgelaufen ist. Er will die ganze Geschichte hören. Also komm nicht zurück, bis du wirklich was in der Hand hast. Ich hab Pistolen in der Hand. Noch eine Patientin. Hä? Hey, hilft mir gerade der Polizei? Nein. Lex, nein, komm. Den Geheimdienst, der für Lex arbeitet. Der LEX. Heute sind deine Witze krass am Limit. Ich sage nicht, dass sie zielen nicht darauf ab, gut zu sein. Sie zielen nur darauf ab, zu existieren. Das ist eine gute Antwort. Oh, oh shit! Oh, oh. Wir müssen diese Meta-Patienten zurück in ihre Umwandlungskammern bringen, bevor die redet da hinten auch noch erstmal. Guck mal, da bin ich. Das wird uns Milliarden kosten. Ich setze sie in einem Stasisfeld fest. Schaff du sie zum Transferfeld. Das macht doch super Haben, hä? Aber die hat da im Hintergrund auch so schön geredet mit denen. Was ist jetzt los? Kara, was ist jetzt los? Ja, Spöcke. Kleine Kugel. Ach, warte, sie muss hier. Müssen wir in diese Kugel, ne? Ja, ja. Sie muss hier rein. Oh, ja. Ja, das ist souverän. Du kommst hier sowieso nicht lebend raus. Tu doch was! Einmal Supergirl hochheben. Einmal lächeln für die Kamera. Und verkackt. Nee, ich schrei die an. Ach, die können wir auch gar nicht besiegen. Ach, die schießen Strahlen. Okay, ja, ja. Ja, leg sie ab. Kann man das Ding denn ablegen? Die in der Mitte. Wir haben Milliarden in die Forschung deiner DNA investiert. Oh. Also wirst du nirgendwo hingehen. Die rollt einfach so. Das ist echt irgendwo hauchlächerlich. Mit E? Nein. Verstehe ich nicht. Greift super gerne. Nee, das ist. Nein! Nee, das Wissenschaftler, um sie zu fangen, ja? Ja, und? Ja. Ist gefangen? Die für entflohene Metapatient Sequenz feuern. Das war werfen? Wie bei dir gerade? Ich bin auch gerade am herausfinden. Ha. Jetzt greifen die Wissenschaftler an, um sie zu fangen, okay? Ja, das machen wir doch gerade die ganze Zeit. Du gehst nirgendwo hin. Lauf! Lauf! Oh, lol. Das ist Bowling mit Supergirl drin. Es ist echt ein Hauch. Hä? Und der Patient musste da rein, oder wie? Ja. Ich befürchte, dein kleiner Flug. Ja klar, Kara oder. Wir kämpfen um das Collectible. Ja, Tatsache. So leicht kommst du nicht. Ach so, wir sollen im Endeffekt sie angreifen, damit sie abgelenkt wird, damit wir dann Patienten. Ich werde dafür sorgen, dass du. Ah, okay, die will. Die will. Person, die du dir schnappst. Ne, die will nämlich diese Wissenschaftler aufhalten, dass genau. Die Kinder gefangen werden. Kara, Kara, Kara. Chamäleon. So. Und der Wissenschaftler Dütten so. Wird halt von der voll immer also abgelehnt. Des Forschungsleiters. Beim Umgang mit kryotechnischen Proben sind immer isolierte Schutzhandschuhe zu tragen. So. So. Typ, mach schneller. Ach, müssen wir die jetzt alle vollkriegen oder wie? Ja, yeah, 6 Stück. Als ob. Ja. Hä, hey, wir haben doch schon 4. Hä, 4? Da steht doch 6. Ja, 4 von 6. Ja, deswegen noch 2. Ja, aber ich dachte, wir haben nur 2 reingetan. Nee, 4. Ich hab schon mehr reingetan. Natürlich. Das ist gut. Du glaubst, dass du hier lebend rauskommst?
Da täuschst du dich. Verschwinde! Nein, tu das bitte nicht! Ich lenk sie ab. Nee, ich muss halt immer warten, bis der Prof endlich mal was macht. Oh ja, super gelaufen Thumbnail. Oh, wow. Nein, Typ, der läuft so bescheuert, der läuft gerne zu Supergirl. Der backt sich voll hin. Ja, der will immer. Der lässt sich hier super viel Zeit, danke. Danke, Dr. Psycho. Der läuft immer zu Supergirl, das ist so dumm. Du musst sie aufhalten. So. Anstatt zu den Patienten, ne? Du kommst zu spät, Supergirl. Ja, du kommst zu spät, Supergirl, ha? Und jetzt läufst du weg, ne? Wie ist das, ne? Ja, was? Dann werde ich wohl einfach diese Codes aus dem Hauptrechner besorgen müssen, nicht wahr? Okay. Okay. Ich wusste nicht, dass, dass eine Superfähigkeit von Supergirl ist. Wenn nötig, vernichte sie. Ich weiß, hier Shadowcat aus X-Men kann das, aber. Aber Kara kann das nicht. Wie findest du das? Okay. Gut, finde Supergirl, bevor sie die Befreiungscodes entdeckt. Oh, da hinten bin ich. Ich habe direkt den Computer kaputt gemacht. Ich werde dafür sorgen, dass du deine gerechte Strafe erhältst. Ohne diese Codes kann ich niemanden befreien. Die Tür ist zu. Wie sollen die Dinge einfach vorher explodieren? Was? Oh nein! Ich find's gut. Again. Vor allem, die Tür war gerade offen. Ich wollte durchrennen, aber ich konnte nicht durch und die Tür ist zu. Stell dir einfach einen sehr epischen Kampf vor. Also Leute, da kämpft gerade Supergirl. Ich hab echt nicht gedacht, dass jetzt diese Szene mit der Tür kommt. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum das überhaupt mit der Tür ist. Es können doch nur instanzierte Leute hier rein. Ja, dass Leute nicht einfach den Gegner wegschieben, aber es macht doch wenigstens die Möglichkeit, dass andere nachjoinen können. Die Rettung von Menschen. So Leute, wir sehen hier gerade Bilder von Supergirl. Das ist Supergirl die Serie. Aber wir geben hier mal auf Google ein. Nutzt überhaupt ein bisschen Browser auch. Bist du echt auf Google gerade? Okay, Supergirl Comic. Seht ihr, das ist Supergirl natürlich. Das ist Supergirl Comic. Wenn ich den Computer der neue Comic kann, oder welcher Comic? Alle. Alle. So, jetzt geben wir hier ein Supergirl. Die Tür ist offen. Universe. Ich mache hier. Sie ist geflohen. Die Tür ist offen. Oh, was hast du denn gemacht? Dinge angezündet. Fange Supergirl. Ich gehe voraus.